Im Sommer 1960 brachte Alfred Hitchcock Psycho in New York das erste Mal zur Aufführung. Und die Geschichte von dem schizophrenen Mörder und seiner vertragten Mutterbeziehung war sofort ein ungeheurer Erfolg. Der Film ist zur richtigen Zeit gekommen. Freuds Einfluss in den Vereinigten Staaten war damals so hoch wie noch nie. Und Hitchcock hat es verstanden, wie auch in seinen übrigen Filmen, Versatzstücke der Theorie Freuds als Erklärung des Verhaltens seines Mörders zu benutzen. Freud selbst wäre über diesen Erfolg gar nicht so begeistert gewesen. Er hat seine Entdeckungen an die Wissenschaft adressiert. Aber es ist ihm einfach gelungen, ein internationales Meinungsklima zu schaffen. Begriffe wie Ödipuskomplex, Verdrängung, Widerstand, Projektion gehören heute zu einer Art Universalsprache der westlichen Moderne und werden überall verstanden. Freud is an icon in popular culture. Really is. It's quite amazing. Es ist wirklich erstaunlich, wie sehr Freud zu einer Ikone der populären Kultur geworden ist. Wie oft sein Bild auf Büchern und Zeitschriften auftaucht. Jeder weiß, wie er aussieht und erkennt ihn wieder. Er hat die Vorstellungskraft einer ganzen Kultur erobert, vor allem in Amerika. This one with a Freud figure analyzing one of our most sexist. Das ist zum Beispiel eine Darstellung von Freud, wie er eine unserer bekanntesten Sexgöttinnen analysiert, Marilyn Monroe. Der Sexprofessor analysiert unser nationales Sexsymbol. Very interesting. Obviously, culture, Western culture impacted on Freud. Die westliche Kultur hat Freud zutiefst geprägt. Und später dann hat er wiederum diese Kultur sehr stark beeinflusst. Wir wissen, dass er die Idee vom Ödipus-Komplex in der griechischen Tragödie gefunden hat, bei Sophokles. Und wir wissen auch, wie sehr ihn die griechischen Götter mit allen ihren Geschichten beschäftigt haben. Er hat die westliche Kultur zum Ausgangspunkt seiner Theorien gemacht. Und er hat versucht, mit der Psychoanalyse zu deuten, worum es dabei über viele Jahrhunderte gegangen ist. Through his developing psychoanalytic concepts. I like to say that Freud was in a way writing soap opera. In einer gewissen Weise hat Freud mit seinen Fallgeschichten Seifenopern geschrieben oder Melodramen. Da geht es um Sexualität, um Inzest, um seelische Verletzungen, um Familienkonflikte. Und genau das war auch jahrhundertelang der Stoff der populären Literatur, den Freud wieder aufgreift. Könnte es einen seelischen Mechanismus geben, der uns vor unerträglichen Erinnerungen schützt? So wie die Lymphe den Körper vor Infektionen bewahrt. Ein Mechanismus der Verdrängung, der solche Erinnerungen in das Unbewusste verbannt und die Tür dazu versperrt. Und hier sehen wir den Einfluss der Psychoanalyse auf den Film und damit auf Millionen Menschen in der langen Geschichte des Kinos. Hier etwa ein wundervolles Beispiel. Fred Astaire, der eine Kurzfassung von Freuds Idee des Unbewussten gibt. Back here is a jungle full of the most noble and horrible things. I don't doubt that. That's your subconscious mind. It works all the time. Even when you sleep, it dreams. It never forgets anything. Is that so? Your conscious mind lies here. It doesn't dream. It thinks. And what we strive for is perfect coordination. Das Kino und die Psychoanalyse haben viel miteinander zu tun. Zum Beispiel findet beides in einer ähnlichen Situation statt. Da ist einerseits das sogenannte psychoanalytische Setting. Der Patient befindet sich in einem etwas abgedunkelten Raum, liegt passiv auf der Couch. Der Analytiker sitzt hinter ihm und richtet die Aufmerksamkeit des Patienten auf seine Träume und Wünsche. Und dann das Kino, der dunkle Raum, der passive Zuschauer, der hier durch das Geschehen auf der Leinwand in eine andere mentale Welt versetzt wird.
Kein Zufall, dass Hollywood als Traumfabrik bezeichnet wird. Hier, der andalusische Hund. Das war der Beginn des sehr sichtbaren Einflusses von Freud auf das Kino. Influences of Freud. So the curious thing is that Freud came into our lives. Freud trat in unser Leben etwa zur selben Zeit wie das Kino. Und während das Kino die Oberfläche, das Sichtbare der Dinge zeigt, ging Freud in das Innere der Menschen. Das Kino ist eine Technologie, der sich jeder bedienen kann. Anybody can do whatever they want, and people keep making movies, and every decade or every two decades. Und wenn ein großer Denker mit neuen, starken Ideen die Bühne betritt, wird das Kino davon sofort beeinflusst. Ende der 20er und Anfang der 30er Jahre war Freud schon sehr präsent. Und der Surrealismus, der damals entstand, wurde von ihm entscheidend geprägt. Der Surrealismus im Kino würde ohne Freud nicht existieren. Surrealism, in a sense, wouldn't exist in cinema without Freud. Der Surrealismus war und ist eine der Kunstrichtungen, die unser Jahrhundert am stärksten geprägt haben. Und die Surrealisten haben versucht, die großen Themen Freuds, verdrängte Wünsche, das Unbewusste, Assoziationen, Träume und ihre Realität in unserem Leben in ihre Bildersprache umzusetzen. Freud und der Surrealismus hatten wiederum großen Einfluss auf die europäischen Regisseure der Nachkriegszeit, auf Ingmar Bergman oder auf die Italiener Antonioni, Fellini, Pasolini. Der lange Schatten Freuds liegt aber auch auf der österreichischen Kunst, und zwar im Besonderen auf dem Wiener Aktionismus. Der Einfluss von Freud, also der hat sich nicht aufhalten lassen. Und das war für uns junge Menschen und junge Künstler, war das die große Sache. Also die Psychoanalyse war das große Erlebnis für mich. Und ich habe meine eigene Kunst eigentlich ganz stark unter dem Einfluss der Psychoanalyse entwickelt. Und also mein Orgelministerientheater, also mein Hauptwerk, das wäre ohne Freud nicht zu denken, weil ich sehe das Ganze eigentlich als eine, mein Theater bedient sich einer psychoanalytischen Dramaturgie. Ich möchte eben in meinem Theater, dass alles das, was verdrängt ist, alle die ungelebten Energien, die dann eigentlich zu unbewussten sadomasochistischen Bedürfnissen führen, die auch Kriege auslösen können, die unsinnige Gewalt bewirken, die möchte ich alle durch mein Theater ausagieren, anschaubar machen und bewusst machen. Ich möchte quasi durch sinnlich intensives Empfinden hinunterloten zur Verdrängung. Und auf diese Art und Weise die Verdrängung aufspüren und sie durch die Kunst bewusst machen.
was mich betrifft und was meine Zugehörigkeit zum Wiener Aktionismus betrifft, das war eine großartige Bewegung, die von großartigen Künstlern getragen worden ist. Aber da muss ich sagen, das war schon ein allgemeiner Trend, nicht? Dass das mehr oder weniger psychoanalytisch aufgearbeitet wird. Beim Mühl war es ganz stark da, der kam also ganz direkt von der Psychoanalyse. Beim Bruce vielleicht versteckt, aber er hat sich diesen Dingen auch nicht entzogen. Und auch beim Schwarzkogler waren da ähnliche Gedanken da. Also der Wiener Aktionismus wäre, glaube ich, ohne Freud nicht denkbar gewesen. Und wir haben uns auch in diesem Sinn als Wiener gefühlt. Nicht? Unsere Lehrer waren Klimt, Schiele, Kokoschka, Wittgenstein, Trakl, Kafka, Schönberg. Nicht? Das war die spezifische Wiener Tradition, die auch dann den Wiener Aktionismus bewirkt hat. Wir fühlen uns eigentlich alle als Fortsetzer dessen, was da um die Jahrhundertwende passiert ist. Es gibt die Auffassung, dass die Psychoanalyse in jeder Großstadt mit einer medizinischen Schule und ausreichend wohlhabenden Patienten hätte entstehen können. Aber die Psychoanalyse ist so geprägt von der Wiener Stimmung, ist so geprägt von diesem Milieu des Wiens der Jahrhundertwende, ist geprägt von dieser Melting-Pot-Gesellschaft mit ihren verschiedenen Einflüssen und mit ihrer Tendenz, Weltbilder zu relativieren. Sie ist aber auch in diesem krisenhaften Wien der Jahrhundertwende entstanden und diese entlarvende Psychologie, die Freud ja auch entwickelt hat, passt sehr gut in die Skepsis der damaligen Zeit. Also das Wissen, dass wir uns selbst nicht trauen können, dass wir von unbewussten Trieben beherrscht sind und dass wir gar nicht so gut sind, wie wir uns dünken. Damals ist man der Meinung gewesen, dass die Welt sich vollkommen neu erfindet. Und in diesem Wien, wo der Zionismus entstanden ist und einfach etwas Undenkbares konzipiert wurde und wo Wittgenstein im Grunde die Fundamente unseres Denkens revolutioniert hat und wo es ja auch das austromarxistische Ideal des neuen Menschen gibt, dort gehört das Projekt Freud zu diesen fundamentalen modernen Projekten. Ich denke, dass es aus vielerlei Gründen ein Privileg für Sigmund Freud war, in Wien zu leben. Man konnte hier Erfahrungen machen, die man in anderen Städten nicht machen konnte, negative wie auch positive. Man war in Hitlers Wien und in Wittgensteins Wien. Und das ist, glaube ich, etwas, ungeachtet, ob das angenehm ist, wo einem eine Stadt sehr viel gibt. Was Freud in Wien und in Österreich wirklich gestoppt hat, war der Einfluss der katholischen Kirche auf das geistige Leben. Ich schaue mir zum Beispiel einmal diese Kirchen hier an und zunächst mal würde ich sagen, das ist ein strukturierter Raum, und damit meine ich, dass die Inhalte, die hier den Betrachter, die Betrachterin beschäftigen, in einen inneren Zusammenhang stehen. Mit anderen Worten, der Christus, wo diese Blut Quellen aus seinen Wunden herausspritzen. Das ist, natürlich kann ich jetzt sagen, ein Theater der Grausamkeit. Und die gläubigen Massen, die rutschen auf die Knie, zumindest früher, und versenken sich in dieses blutige Herz, in diese Herzwunde. Es ist für sie das Herz der Welt, in dem es lauter Blut und Wunden gibt, wo sie gar nicht so blöd ist, was dabei einen Blick auf die Welt wirft, wie sie ist. Und jetzt setzt sich natürlich die strukturierte Religion, wo also die Menschen
eine Inbrunst entwickeln und sich in diesen Bildern zu Hause fühlen, auch wenn sie ganz widersprüchlich sind, wo das Blut spritzt und wo Lust und Schmerz ineinandergreifen, so wie zum Beispiel bei diesem heiligen Sebastian, du weißt ja nicht, den gefällt es vielleicht sogar. Noch ein Pfeil, noch ein Schritt näher zu Jesus. Das will jetzt der Herr Dr. Freud auf seine Couch ziehen. Da muss sich die Religion zur Wehr setzen und sagen, wenn sich dieses kalte Licht der Aufklärung in diese Abgründe hineinlenkt, dann können wir zusperren. Also eine Religion, die die Menschen und die Massen ergreifen will, die muss ein Riesendurcheinander sein. Das heißt also, du musst auf der anderen Seite die Hölle haben, also in dem Fall ist es Fegefeuer, das heißt, es ist ein Happy End vorgesehen. Das ist sozusagen ein Zwischenstadium. Die wissen zwar, 523 Millionen und so viele Dinge, muss ich da drin sitzen, das wird dann möglicherweise gesagt, weiß ich nicht so genau, das dauert lang. Und da muss ich viel, viel leiden, aber es kommt der Augenblick, wo dieser Engel kommt und sagt, Weberl, deine Zeit ist beendet. Also eine Mischung von Grausamkeit und von Schuldgefühl und von Buße und Sühne und diesem ganzen Ding und doch das Licht. Das muss sie mischen, das muss sie mischen. Na klar, in der Hölle ist immer lustiger für den Himmel. Wenn du anschaust, der Höllendarstellung, zum Beispiel die Frauen dürfen locker sein. Gut, ich meine, die Haare gingen drüber, aber es ist hier gestattet, die nackte Frau, weil sie im Unbewussten, das ist ja unbewusst, das ist ja unterhalb der Erde, stellt man sich zumindest vor, dürfen die Frauen locker sein. Sie müssen natürlich büßen und beten und ihr Leib wird gefoltert, aber er ist nackt. Während in Himmel haben sie das immer angezogen. Die Menschen, fürchte ich, muss ich selber so sagen, die haben das wollen. Die haben das wollen. Die haben diese Hölle geliebt, weil sie haben sich ja vorgestellt, nicht sie kommen eine, sondern der Tyrann kommt eine oder der reiche Kaufmann oder der Jude, der viel Geld hat, die kommen eine. Das heißt also, mit Freud wird ein Blick in die Hölle getan, in die Unterwelt getan. Ich glaube, der Himmel hat den Freud nie so besonders interessiert. Den hat interessiert die Unterwelt und deswegen hat er auch die Metapher gewählt, Unbewusstes, manchmal auch Unterbewusstes. Das war natürlich sein wirklicher Völler gegenüber dieser römisch-katholischen Kirche, die ja durch und durch erotisiert ist. Das wird ja alles missverstanden. Man glaubt, die katholische Kirche ist eine sexualfeindliche Einrichtung. Ja, ja, sie ist sexualfeindlich unbeschreiblich. Und dadurch wird der Sex überhaupt erst interessant. Das hat der Freud natürlich schon gesehen. Und jetzt redet der Dr. Freud von Anfang bis zum Ende von der Sexualität. Das haben die vorher auch nicht gern gehört. Hier sind wirklich tiefsinnige, fast hätte ich gesagt philosophische, fast hätte ich gesagt theologische Gedankengänge von einem alten Herrn, von einem jüdischen Herrn, der genau gewusst hat, auf welchem Schiff er sitzt und wie gefährdet dieses Schiff ist. Und die Prälaten und die Theologen, die waren einfach nicht sehr glücklich drüber. Ich meine, er hat natürlich nie einen Lehrkanzler gekriegt in Wien. Diesen antisemitischen Wien war natürlich nichts. Da hat die katholische Kirche gar nicht viele Wochen gebraucht. Es wird oft gefragt, ob Freud sich als Erfolgloser in Wien nicht wohlgefühlt hat. Aber ich denke, er hat doch eigentlich sehr viel erreicht. Er hat einen
großbürgerlichen Lebensstil realisiert, mit einer Großwohnung, mit Personal. Er konnte seine sehr teuren Sammlungen führen. Er ist halt erst gegen Ende der 20er Jahre in dieser internationalen Liga angesiedelt gewesen, in der er sich sehr früh gesehen hat. Und dass man in Österreich nichts wird, das gehört irgendwie zum österreichischen Lebensgefühl dazu. Das ist eine Lebensbedingung hier. In seinem privaten Lebensstil war das ein sehr bürgerlicher Mensch mit bürgerlichen Gewohnheiten, der entsprechenden Ehe mit der Gattin, die sich zurückgehalten hat und kaum in Erscheinung getreten ist, mit einer patriarchalischen Erziehung, wo sich alles um die Ruhe des Vaters gedreht hat. Man hat sich sehr um ihn bemüht. Er hatte eine Frau, eine Schwägerin und eine Haushälterin, die ihn alle drei wahrscheinlich geliebt und verehrt haben. Und dann später eine Tochter. Also hatte er vier Frauen um sich gehabt, die eigentlich als Lebensziel hatten, ihn zu verhätscheln, wie sie das sagen. Da habe ich bemerkt, wie alles. Und nur die Decke soll gut sein und so, dachte ich mir, so verhätschelt zu werden, das wird mir nie passieren. Das kann nur einem Mann passieren, so verhätschelt zu werden. Eine Frau wird nie so verhätschelt, von niemandem. Anfang der 30er Jahre bildeten Freuds Schüler praktisch auf der ganzen Welt eigene Gruppen. In London, in Paris, in New York, ja sogar in Tokio und in Kalkutta. Aber das Zentrum war Berlin. Berlin, das Berlin der wilden 20er Jahre. Als Hitler an die Macht kam, war es mit der Psychoanalyse in Mitteleuropa vorbei. Und die Schriften Sigmund Freuds wurden am 10. Mai 1933 vor der Berliner Oper verbrannt. Gegen seelenzersetzende Überschätzung des Trieblebens, für den Art der menschlichen Seele. Ich übergebe dem Feuer die Schriften der Schule Sigmund Freud. Alle jüdischen Psychoanalytiker, und die meisten waren ja Juden, mussten Deutschland und Österreich verlassen. Sigmund Freud konnte sich lange nicht zur Emigration entschließen. Er war ein Greis und gezeichnet durch seinen Kieferkrebs. Dann aber ist die Wohnung in der Berggasse von der SA überfallen worden, ausgeraubt worden. Freud ist bedroht worden. Anna Freud wurde auf die Gestapo geholt und einen Tag festgehalten. Und es war wirklich Panik unter den Anhängern Freuds. Bitte herhören! Achtung, Ruhe, bitte! Bitte alles ruhig! Der Führer spricht einige Worte. Wird niemand mehr verbrechen und niemand mehr verbrechen! Es ging um das Leben damals, als die Tante Anna bei der Gestapo einen Tag war. Nach dem Tag traf die Familie die Entscheidung, sie müssen weggehen. Es ging nicht um Freiheit, wirklich. Wer will schon Freiheit haben? Man will überleben. Freiheit ist schon ein Luxus.
Als der Freud im Juni 38 nach London gekommen ist, hat er zum ersten Mal in seinem Leben den Ruhm erlebt. Hat er zum ersten Mal erlebt, was es war, ein anerkannter Meister und großen Mann zu sein. Alle die Zeitungen waren daran interessiert, dass dieser große Mann nach England gekommen ist. Er war erstaunt. Also das hat er niemals in Wien erlebt. Paula Fichtel und seine Frau, als sie nach England kamen, wollten sie seinen Arbeitsraum so genau wie möglich nachahmen, dass er sich sofort zu Hause fühlen kann. Der Freud hat fast bis zu Ende gearbeitet. Seine Ordination hat er erst am 1. August 1939, anderthalb Monate vor seinem Tod, aufgegeben. Im letzten Jahr hat Freud sich oft gefragt, warum er weiterleben soll. Es hat ihm nicht mehr Spaß gemacht. Und wegen seiner Prothese, er hat eine Kieferprothese gehabt, konnte er nur mit Mühe essen, sprechen und fast nicht rauchen. Er hat versucht, mehrmals das Rauchen aufzugeben und konnte es nicht. Er hat gesagt, ich kann nicht arbeiten. Also das war die Sache. Er konnte ohne Rauchen konnte er nicht arbeiten. In den allerletzten Wochen wurde der Schmerz zu arg und da brauchte er Drogen. Also der Leibarzt, der Max Schur, hat ihm Morphin gegeben, bis es zu Punkt gekommen ist, dass er selbst entschlossen hat, dass es sich nicht lohnt, weiterzuleben. Er hat eine Verabredung mit dem Max Schur gehabt, vor 10 Jahren, dass, wenn es zu arg wird, sollte er ihm einen freiwilligen Tod geben. Also er hat sich entschlossen, so 21. September, dass jetzt war, ist es so weit gekommen. Der Max Schur hat ihm eine Überdosis von Morphin gegeben, sodass er eingeschlafen ist und letzten Endes am 23. September gestorben. Naja, so 55 Jahre später kriegen diese Flak-Türme, besonders in Wien, ja fast etwas Schönes in ihrer surrealen Hässlichkeit. In Deutschland gibt es überhaupt keine mehr davon. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt es je welche gab von dieser Größe. Zwischen 1933 und 1945 gab es eine nationalsozialistische Psychiatrie und man musste offiziell gar nicht gegen die Psychoanalyse vorgehen. Es reichten Bücherverbrennungen. Es reichte, Psychoanalytiker zu vertreiben und dann war die Sache erledigt. Spätestens 1940 mussten sich die jüdischen Kollegen entscheiden, ob sie hier bleiben, wie lange sie hier bleiben und ob sie noch das letzte Schiff bekommen oder ob sie ins KZ kommen. Und mussten sich die deutschen, also nicht-jüdischen Kollegen entscheiden, ob sie und wenn ja, mit welcher Begründung dann Psychoanalyse oder etwas, was Seelenkunde heißt, also etwas, was dann auch sprachlich arisiert war, mitmachen und weitermachen. Arisierung heißt zunächst mal Vertreibung und dann heißt es Eindeutschung und dann heißt es Umbenennung und dann heißt es, dass Bücher in die Giftschränke kommen, dass Bücher umgeschrieben werden und schließlich, dass es im Bunker endet.
Es gab Volkskunde, es gab Seelenkunde, aber das gab es nur am Rande. Und da wurde in dieser Volkskunde und Seelenkunde wurde die Überlegenheit des nordischen Typs oder der arischen Rasse begründet. Das war Nazi-Psychologie. Wenn wir fragen, was haben die deutschen nicht-jüdischen Psychoanalytiker während des Nationalsozialismus gemacht, das waren vielleicht 20, 25 junge Männer und Frauen. Vielmehr werden das nicht gewesen sein. Und die, die im Land geblieben sind, die haben psychiatrische Praxen geführt und sind eingezogen worden als Offiziere. Manchmal waren sie auch ganz froh, dass sie dann in den Krieg gehen konnten und dass sie das vergessen konnten, kenne ich einige. Und es mag Einzelne gegeben haben, die ihr Wissen entweder der Wehrmacht zur Verfügung gestellt haben oder es gerne zur Verfügung gestellt hätten. Den internationalen Durchbruch verdankt die Psychoanalyse paradoxerweise der Vertreibung und der Emigration der Analytiker nach London, in die Vereinigten Staaten und vor allem nach New York. New York ist eine raue Stadt, eine brutale Stadt, eine krasse Stadt, eine pulsierende Stadt. Und es ist nicht von ungefähr, dass New York die Stadt der Psychoanalyse geworden ist. Die Psychotherapie ist auch eine Erscheinung einer Stadt. Es ist ein urbanes Phänomen. In New York braucht man eine Überlebensstrategie, denn die Stadt erzeugt einen unglaublichen Druck, einen Leistungsdruck, einen Erfolgsdruck, einen Präsentationsdruck. You make it or you break it. Entweder du hast Erfolg oder du scheiterst. New York ist ein Prüfstein. Und wenn man eine Therapie in Anspruch nimmt oder eine Analyse in Anspruch nimmt, ist es absolut eine Unterstützung, um überleben zu können. Ich muss jedes Jahr mindestens einmal nach New York, denn ich habe meine ganze Familie dort und ich muss einfach richtig dreckige Großstadtluft einatmen, mindestens einmal in New York. Ich brauche das. In den 50er Jahren hat die Psychoanalyse in den Staaten um sich gegriffen sozusagen. Es war in, zum Analytiker zu gehen, es ist gesellschaftsfähig geworden. Menschen sind in die Psychoanalyse gegangen, wie sie zum Friseur gegangen sind. Es wurde Teil des Lebens. In einer Stadt so voller Widersprüche wie New York, also ich kenne keine Stadt, die solche Gegensätze hat, solche Diskrepanzen, solche krassen Bilder, war das natürlich auf den Leib geschnitten. Die vielen Völker, die vielen Sprachen, die vielen Kulturen, die aufeinander prallen, mit ihren eigenen Geboten und Verboten, sind mit der Psychoanalyse zusammengekommen, weil die Psychoanalyse beschäftigt sich mit Geboten und Verboten, mit Tabus, mit hochbesetzten Themen, über die die Menschen nicht so gerne sprechen.
Und Freud hat die Menschen dazu gebracht, dass sie darüber sprechen. Durch die Psychoanalyse ist ein ganz anderer Ansatz der Werbung entstanden. Auch durch Sozialwissenschaftler, die vertrieben wurden aus Wien, aus Österreich, die am österreichischen Wirtschaftspsychologischen Forschungsinstitut waren, die die Werbung in den Staaten absolut umgekrempelt haben und revolutioniert haben. Sie haben qualitative Interviews gemacht, sie haben tiefen Interviews gemacht. Sie haben nicht nur Umfragen gemacht, wie es in der Werbung üblich war, wo Konsumverhalten aufgezählt wurde. Sie haben gefragt, wie in einer psychoanalytischen Sitzung, was fällt Ihnen noch dazu ein und was verbinden Sie damit? Und Sie haben gemerkt, dass der Freudsche Ansatz, der psychoanalytische Ansatz, sowohl als Heilverfahren als auch als Verkaufstechnik benutzt werden konnte. Und insofern war das eine Sensation. Die klassische Psychoanalyse hat in den Vereinigten Staaten heute einen sehr schwierigen Stand. Die Health Management Organizations, die HMOs, haben die Gelder für die Psychoanalyse radikal geschnitten. Also das ist radikal gekürzt worden in den letzten Jahren und haben einen sehr pragmatischen Standpunkt. Also Therapien, die weniger Zeit in Anspruch nehmen oder versprechen, mit weniger Zeit und weniger Stunden auszukommen, werden bevorzugt. Und die Qualitätssicherung geht in so eine Richtung, dass Patienten oft mit, ich sag's mal überspitzt, 10 Stunden Psychoanalyse und eine Jahrespackung an Antidepressiva nach Hause gehen. Die 50er Jahre waren eine furchtbare Zeit der österreichischen Geistesgeschichte, einer Zeit der Enge, des Provinzialismus, des auf sich selbst Bezogenseins, des den eigenen Schuldanteil nicht wahrnehmen Wollens. Und da ist die Psychoanalyse voll das Opfer geworden. Manchmal wird das Wort Freud-Boykott verwendet. Es war eigentlich viel schlimmer. Es hat nicht einmal einen Boykott gegeben, sondern eine totale Beziehungslosigkeit. Also die alten Ordinarien haben da noch an der Universität ihre Institute regiert und daneben hat sich so untergründig und unter Tarnnamen wie Tiefenpsychologie ein bisschen etwas Psychoanalytisches breitmachen können. Man kann sich doch gar nicht vorstellen, wie autoritär es an den Universitäten damals zugegangen ist. Ich erinnere mich noch an meine erste juridische Staatsprüfung, zu der ich mit einem wirklich schönen Khaki-Anzug und einer schönen italienischen Krawatte gekommen bin. Und der Vorsitzende der Kommission hat sich geweigert, mich zu prüfen. Der Mann kommt wie ein Tourist. Herr Schäfer, welche sind denn die wichtigsten Daten zu dem Thema Türkenkriege? Das erste Datum wäre 1664, der sogenannte Schandfrieden zu Vashva oder Eisenburg. Mhm. Das heißt, obwohl der Monte Cuculi die Schlacht gewonnen hat, überlässt der Kaiser den Türken Großteil welche Ungarns. Welche Funktion hat Monte Cuculi? Er war der Oberbefehlshaber. Oberbefehlshaber, nicht? Oberbefehlshaber. Wie hat das in der historischen, präzisen Bedeutung geheißen? Das heißt heute Oberbefehlshaber. Wie heißt es historisch? Der Hofkriegsrat, Nein, Generalleutnant, Generalleutnant des Kaisers. Das hat mit dem heutigen Generalleutnant nichts zu tun. Ja. Nächstes Datum. Als ich studiert habe, kann ich mich genau erinnern an meine erste Anatomievorlesung, wobei damals ein sehr hoher Prozentsatz schon an Studentinnen war, also an Frauen, die Medizin studiert haben. Aber die Hauptvorlesung, die erste in Anatomie, hat der gesagt, der Professor damals, Hayek hat er geheißen,
Eigentlich ist das völlig sinnlos, dass Frauen Medizin studieren, weil die heiraten eh und kriegen Kinder. Und er findet, das Medizinstudium ist absolut nicht geeignet für Frauen. Das ist auch ganz still über die Bühne gegangen. Da hat niemand Bu gerufen, nix. Ich glaube, dass für eine ganze Generation von Leuten der Kampf gegen eine bestimmte Schichte von Wissenschaftlern, die hier also die Universitäten beherrscht haben, ob das jetzt die Psychologie war, die Pädagogik oder auch also besonders in der Medizin, das war ein Kampf um solche Dinge, die uns wahnsinnig neu vorgekommen sind und das natürlich überhaupt nicht waren. Das haben wir also so wie aus der Mottenkiste hervorgeholt. Die Bedeutung der Sexualität, die Bedeutung des Unbewussten, also das war schon sehr aufregend, das zu finden. Also wie Kolumbus sind wir uns vorgekommen, glaube ich. Soweit ich weiß, wird die Psychoanalyse im Psychologischen Institut der Universität Wien nicht ausdrücklich behandelt. Sie werden sich vielleicht wundern, was eine Maus in einer Sendung über Psychologie soll, aber ich möchte Ihnen damit nur zeigen, welche zentrale Rolle solche Tiere im Rahmen der Ausbildung am Psychologischen Institut spielen. Es ist doch ganz offensichtlich, dass die Sexualität eines der Hauptprobleme des Menschen ist. Und gerade diesem Hauptproblem wird in der Hauptvorlesung von Herrn Professor Rohracher, die insgesamt 250 Stunden dauert, nicht einmal 2 Stunden gewidmet. Und wieder nur wird über das Problem der Sexualität gesprochen, am Beispiel von Hühnern, Ratten und Mäusen eben. Das stimmt, dass ich in meiner Vorlesung bisher die Sexualität nur aus Tierexperimenten erklärt habe, weil ich auf diesem Gebiet einfach nicht genügend informiert bin. Ich kann nicht alle Teilgebiete. Sexualität und Klassenkampf, ja, massenhaft verkauft. Das ist gut verkauft worden. Sehr gut verkauft worden, ja. Und ich war ja, als ich Sexualität und Klassenkampf geschrieben habe, wirklich ein junger Kerl. Da war ich
26 Jahre alt. Ja, da schreibt man heute im Allgemeinen keine Bücher. Und nur in solchen jungen Jahren fällt einem sowas ein. Dass das ein Verkaufserfolg werden konnte, wo man Sachen zusammengebracht hat, wo man sich gar nichts drunter vorstellen kann heute mehr, dass das irgendwas miteinander zu tun hat. Marxismus und Psychoanalyse, Neurose und Klassenkampf, materialistische Kritik und Versuch einer emanzipativen Neugründung der Psychoanalyse, Zweifel an dem, was man da behauptet hat, hat es irgendwie überhaupt nicht gegeben. Nicht? In den Büchern steht zum Beispiel, dass das ganz schrecklich ist, dass die Psychoanalyse nicht allen Arbeitern zugänglich gemacht wird. Und die Vorstellung, wenn die Arbeiter sozusagen psychoanalytisch behandelt werden könnten, dann können sie ihre Sexualität frei ausleben, sind dann nicht so unter Druck und wehren sich dann besser gegen ihre Unterdrücker, schließen sich dann unserem Kampf. Wir haben was anderes erreicht, als wir erreichen wollten. Es ist sexuell, es ist viel angenehmer. Und was erreicht wurde, ist was ganz anderes. Es ist ein viel selbstverständlicher, freierer Umgang im Sprechen über alles. Und in anderen ist alles gleich geblieben. Wenn ich meine Tochter anschaue und die Jugendlichen drumherum, ja, die machen so viel, so ganz genauso. Die haben sich ihre eigenen Tabus wieder gesucht und haben ihre eigenen Tabus wieder aufgebaut und machen ihre eigene Befreiung und ihre eigene Freiheit. Und das. Vor kurzem habe ich irgendwo eine Boulevardzeitung aufgeschlagen und da habe ich die Schlagzeile gesehen: Mütter sollen ihren Töchtern die Sexualität der Mütter nicht verheimlichen. Also Sexualität ist entmystifiziert worden, es hat sich die Heuchelei verringert, es gibt eine größere Beweglichkeit in den Beziehungen, alles das ist etwas, was mit Freud zusammenhängt. Man weiß, wie verletzlich Kinder sind. Man weiß aber auch, dass sie Triebe haben, dass sie eine Orientierung brauchen. Der Druck, der auf Heranwachsenden lastet, und diesen Druck hat Freud ja beschrieben und therapiert, ist, denke ich, heute um einiges geringer als früher. Ich denke, dass die Psychoanalyse so wesentliche Impulse und theoretische Konzepte in die Welt gesetzt hat, dass man an ihr nicht vorbei kann. Ob man sich von ihr abgrenzt oder sich ihr anschließt, die ist eine Gegebenheit. Die Psychoanalyse hat sich so breit gefächert in unserer Gesellschaft. Sie ist in der Ethnopsychoanalyse, sie ist in der Marktforschung, sie ist in den Umfragen, in Motivationsforschung. Sie ist bei den Psychohistorikern zu finden. Sie ist in der Werbung. Sie hat sich so aufgeteilt in wesentlichen Berufssparten, dass es wäre falsch zu denken, es handelt sich nur um ein Heilverfahren. Viele Menschen gehen in eine Psychotherapie oder in eine Psychoanalyse mit der Erwartung, dass sie wie Phönix aus der Asche als neue Menschen da aufsteigen und dann ein glückliches, unbeschwertes Leben wie ein Märchen führen werden können. Ich denke, eben man kann einem Menschen dazu verhelfen, mit seinem Leben besser fertig zu werden, seine eigenen Bedürfnisse zu befriedigen und doch der Realität gerecht werden zu können. Das ist es eigentlich.